schön. Ah, Bikini Bottom, davon habe ich immer schon, habe ich schon immer geträumt. Ich lege eben meine Sachen ab. Komm, Gary, wo ist denn dein Haus? Mau. Ja, und damit herzlich willkommen zu SpongeBob Schwammkopf, mein Bikini Bottom. Ein neues Let's Play auf meinem Kanal, welches ich aus einem Grund starte. Und zwar ist mein Kanal ein richtiger SpongeBob-Kanal, wie ihr wisst. Und was passt da denn nicht besser hin als ein SpongeBob-Unendlich-Spiel, was wir unendlich lange zocken werden und wo man sehr, sehr viel machen kann. Das Spiel gibt's für Tablet, für iPhone, iPod und für alle Android-Geräte, soweit ich weiß. Und unsere erste Aufgabe in dem Spiel lautet: Baue SpongeBob's Ananas, das gute Haus unseres gelben Kollegen. Denn wie ihr sehen könnt, und ich habe heute das Spiel gestartet, aus dem Grund bekommen wir 30 Münzen. Ihr sehen wir, ich werde das Spiel jeden Tag einmal starten, damit wir immer den Bonus bekommen und dann werde ich auch immer einen Part aufnehmen. Das heißt, die Parts werden womöglich immer recht brandaktuell sein. Das heißt, ihr könnt auch immer schön Themen in die Kommentare schreiben und dann kann ich ja darüber sprechen. So, dann holen wir uns direkt die 30 Münzen und jetzt werden wir gezwungen, direkt mal das Haus zu bauen. Die Pfeile zeigen dir, wo du hintippen musst. Das wäre einmal hier auf die Kasse. Und dann können wir hier das SpongeBob-Haus für 10 Münzen. Nee, das ist die Miete. Alle 5 Minuten bekommen wir von der Ananas 10 Münzen und die können wir nur einmal bauen. Die haben wir noch gar nicht gebaut und dann ist für uns kostenlos, diese zu bauen. Aus dem Grund, ja, ne, wie Mr. Krabs, wenn was kostenlos ist, baut man das natürlich gerne. So, wir können die jetzt hier verschieben und irgendwo hinschieben, wo sie uns passt. Außer da außen, da geht es natürlich nicht. Das haben wir noch nicht freigekauft, die Felder. Wir werden aber derzeit gezwungen, die nach hier hinzustellen. Und dann einfach auf den grünen Pfeil, auf das Häkchen, um den Bau zu beginnen. So, das ging jetzt natürlich ein bisschen schneller. Normalerweise geht das nicht so schnell. Und wenn wir nun auf die Blase da oben tippen, beziehungsweise auf das Haus, sammeln wir die Belohnung ein und haben die Aufgabe erledigt, was nochmal 10 Münzen und 5 Sterne gibt. Was die Sterne bringen, erfahren wir wahrscheinlich gleich. Das edelste Restaurant aller Zeiten, die krosse Krabbe. Ich bin Eugene H. Krabs. Einiger Inhaber der großen Krabbe. Du siehst aus, als wärst du einsatzbereit. Dann pflanz uns doch mal ein bisschen Salat an. Ich versuche einfach mal die Stimme ein bisschen nachzumachen, aber ist natürlich auch ein wenig schwer. So, Salat anbauen ist unsere nächste Aufgabe. Also jetzt wäre natürlich das erste Part, ist nur ein Tutorial, wie es funktioniert. Und dann mal gucken, ne, wie das in 10 Parts aussieht hier, Bikini Bottom. Das kann man dann immer so schön vergleichen. Das einzige Problem ist meiner Meinung nach hier die komische Sicht. Weil ich kann das nur so verschieben, aber ich kann die Sicht nicht verschieben, weil ich würde die Häuser gern von vorne sehen und nicht so von der Seite. Na egal, wir tippen auf die Gärtnerei. Tippen auf den Salat und bauen ihn an. Dann schließen und erhalten direkt einen neuen Bonus. Ohne eine reife, saftige Tomate ist kein Krabbenburger komplett. Lass uns ein paar anpflanzen. Na gut, dann pflanzen wir auch direkt gleich 2 Tomaten an. Das funktioniert genau gleich. Wir drücken hier drauf und pflanzen diese gleich 2-mal an und schließen es. Und holen natürlich wieder unseren Bonus. Nicht übel für einen Schwamm im Stoffhosen. Mal sehen, wie du dich hinter dem Grill machst. Burger braten ist unsere nächste Aufgabe. Das können wir natürlich nur in der großen Krabbe. Ja, SpongeBob. Oh, das ist sogar die Originalstimme, merke ich. Cool. Und dann werfen wir hier eine Krabulette auf den Grill. Und erhalten direkt wieder einen Bonus. Das geht flott, das geht flott. Hey, die Zutaten sollen mittlerweile fertig sein. Sammle Salat und Tomaten, ganz einfach, wir tippen einfach hier wieder auf die Blasen und wir können jetzt natürlich hier alles antippen, aber ich lasse jetzt mal die Tomate hier, die sammelt sich nämlich auch von selbst ein. Das ist eigentlich sehr gut, weil wenn dann hier alles voll ist und so weiter und auf dem Handy, wenn das Handy so klein ist, dann ist das ein bisschen schwer zu zocken. So, wir holen uns natürlich unseren Bonus und lauscht dem Brutzeln des Grills, sobald er fertig ist, tippe auf ihn drauf. Ja, neue Aufgabe, das Braten ist fertig, dann tippen wir einfach auf die krosse Krabbe und erhalten unsere Bulette und auch wieder eine Allee-Aufgabe abgeschlossen. Du hast es fast, SpongeBob. Holen wir nun die anderen Zutaten, die ich für den Krabbenburger brauche.
Mr. Krabs mit dem mächtigen Wender in der Hand. Mr. Krabs mit dem mächtigen Wender in der Hand. Ich werde Fettbrände und Sauberkeitsverstöße meistern und der neue Berater werden. Okay, dann macht das. Und nun müssen wir noch einen Ketchup herstellen, weil wir stellen gerade einen kompletten Krabbenburger her, wie wem das auffällt. Also hier erfährt man die Zutaten. Naja, auch nicht ganz. Da fehlt Käse, sehe ich gerade. Wie kommt der Käse in den Krabbenburger, wenn wir niemals Käse wirklich dazulegen? Ein weiteres Geheimnis, das sich wohl nie lösen wird. Naja, ein Ketchup wird hergestellt. Und nun müssen wir auch noch Zwiebeln anpflanzen. Ja, okay, Zwiebeln verstehe ich. Schließe die Herstellung des Objekts mit Quallengelee sofort ab. Das ist hier unten auf den Einser drücken. Und dann verschwenden wir ein Quallengelee. Das ist so gesehen so eine Währung, die muss man sich kaufen. Also das ist so eine Special-Währung, mit der man alles verschnellern kann an Zeit. Und das Problem dabei ist meiner Meinung nach, dass das halt wirklich echtes Geld kostet und das Ding. Und mache ich das auch nicht, weil warum soll ich Geld für das Spiel ausgeben, wenn man mit den ganz einfachen Warten es auch so schaffen kann. Aber hier werden wir gezwungen und aus dem Grund, ja, was soll ich machen, ne? Dann haben wir hier zwei Zwiebeln, die dauern 4 Minuten zum Herstellen normalerweise. Krass, die 4 Minuten hätte ich nicht warten können, hätte da nicht 1000 Aufgaben gegeben können für die, naja, egal. Und das Ketchup ist auch fertig, das dauert ja nur 3 Sekunden. Und, jetzt gilt es gleich der letzte Test, um ein neuer Brater zu werden. Bist du bereit? Mr. Krabs, mein ganzes Leben habe ich auf den Tag hingearbeitet, an dem ich Mitarbeiter der großen Krabbe werden darf. Ich glaube, besser kann man das nicht sagen. Machen wir einen Krabby Patty, einen Krabbenburger. Dafür brauchen wir Brötchen, Zwiebeln, Bulette, Salat, Tomaten und Ketchup. Klingt irgendwie lustig. So wie die eine Folge, wo SpongeBob hat mit dem Gürkchen, ne, wo er die Gürkchen vergessen hat, wo er gedacht hat, er hat die Gürkchen vergessen. Das dauert jetzt 2 Minuten und der Duft dieses leckeren Teils lockt doch schon die ersten Leute an. Was riecht ihr denn so grandios? Riecht nach purer Freude und nach Fett. Ich weiß nicht warum, aber ich muss hierher ziehen. Baue Daves Haus. Na dann, wir werden natürlich wieder gezwungen. Jetzt werden wir sogar gezwungen, 150 Münzen auszugeben. Ja, Spiel, was geht denn mit dir? Und dann werden wir natürlich wieder gezwungen, das Haus hier oben hinzubauen. Ach komm schon, ich darf gar nichts selbst machen im ersten Part. Tja. Und damit ist Dave eingezogen in Bikini Bottom. Ja, SpongeBob, da hast du recht. Und der Krabbenburger ist anscheinend auch fertig. Na dann, gib ihn her. Yay! Riecht nach Umsatz ohne Ende. Aber mal schauen, wie er schmeckt. Gib das den grünen Kumpel da drüben. Dann geben wir den Krabbenburger den Kumpel. Da drücken wir einfach hier auf den Krabbenburger und schieben ihn in die Sprechblase von demjenigen, der ihn möchte. Die färbt sich dann so komisch, Regenbogenfarben. Und dann lassen wir los einfach. Yay! Er schmeckt sogar besser, als er riecht. Wie heißt der Laden hier nochmal? In der großen Krabbe. Du hattest gerade einen Krabbenburger frisch zubereitet von... wie heißt du, Kleiner? SpongeBob Schwammkopf, stets zu Diensten. Glückwunsch, SpongeBob Schwammkopf, mein neuer Brater. Ja, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Natürlich lief das in der Folge ein bisschen anders, aber ne, müssen wir ja nicht direkt nachstellen. Sind ja auch nicht hier die echten Zeichnungen, das sind so, ist so ein eigener Style von den Charakteren, der aber auch recht cool ist an sich. Yay, The Krabby Chronic oder so. Gab's auch so eine Folge, wo SpongeBob so Schlagzeilen-Schinder hieß die. Ich glaube Staffel 6 oder so, da musste SpongeBob von Mr. Krabs so nachspionierenden Leuten und dann haben die da so eine Zeitung gehabt und damit die Zeitung besser verkauft wird, musste als SpongeBob da Lügengeschichten reinschreiben. Naja, und ab jetzt im Shop verfügbar eine Sitzbank. SpongeBob lebe hoch, das auf alle Fälle. Zeit zum Feiern, es gibt vieles, was ich noch machen kann, zum Beispiel Seifenblasen. Tippe SpongeBob an und dann los. An, um Seifenblasen zu machen. Okay. Wo ist er denn? Da hinten spaziert er. Kann ich da... Okay, jetzt dürfte ich... Ich treffe ihn trotzdem nicht.
SpongeBob! Danke. Mache Seifenblasen. Das dauert 10 Sekunden und der rennt halt rum und pustet ein paar Seifenblasen. Na dann, ab geht's. Yay! Ach, schön. Schön, wenn es dem gelben Quadratschädel gut geht. Ist doch toll. Währenddessen können wir ja ein bisschen Salat hier anbauen. Ich würde gleich sagen, 3, die volle Anzahl. Sowie ein paar Buletten braten lassen. Das schadet niemals. Das Beispiel ist auch schon fertig. Und freut sich. Das war toll. Das hat allen Spaß gemacht. Es gibt nichts Vergnüglicheres als Blubberblasen aus spritzigen Spülmittel. SpongeBob, es gibt nichts Vergnüglicheres als klebrige Klümpchen aus Fett in meinen Burgern. Gedreckte Ketchup, Wettjewell, geplättete Tomaten, Dus gar ma anhet Werk? Was? Metja Brock an. Okay, ich versteh's. Warte mal kurz. Geplättete Tomaten. Du? Ja? Werk. Okay, irgendwie... Wer sagt das wirklich so? Ich habe hier gerade einen Bug. Egal. Pflanze und alte 2 Tomaten. Okidoki. Ich habe gerade Salat angebaut, aber egal. Wir können ja jetzt ein paar Tomaten anbauen und natürlich direkt wieder einen Salat nachgeworfen. Nein, jetzt habe ich den Dialog weggedrückt. Scheiße, das wollte ich nicht. Hallo? Von hier kommt also dieser leckere, fettige Geruch. Oh je, dieser Laden geht bald vor die Sardellen. Ach ja, genau, der hat gesagt, dass es hier so toll ist und dass hier niemand ist und er ganz alleine ist. Und jetzt kommen ihm die ersten Sardellen nach Bikini Bottom und ne, das gefällt ihm nicht mehr, weil jetzt ist er nicht mehr alleine und muss er langsam anstehen an der Kasse, wo unser lieber Thaddeus, der noch nicht mal hierher gezogen ist, arbeitet, aber gut. Das stimmt, mein hungriger Herr. Willkommen zur weltberühmten Croissant-Krabbe. Noch nie davon gehört, aber wenn ich ja den ganzen Tag diesen Gourmet-Fett schwimmen könnte, würde ich sofort hierher ziehen. Weißt du was? Das mache ich einfach. Baue Billys Haus ist unsere nächste Aufgabe, aber die Aufgabe kann warten. Denn ich möchte jetzt erstmal hier so ein bisschen anderen Stuff erledigen, wie zum Beispiel Stuff anbauen und so weiter. 2 Burger wieder. Aber gerne doch. Und das war es dann auch für den ersten Part. Ich möchte jetzt einfach nur so ein bisschen noch erledigen und dann bauen wir im nächsten Part Billys Haus. Ich möchte dann auch ein bisschen auf eure Reaktionen zu dem Spiel eingehen. Eure Meinungen, wenn ihr die habt, dürft ihr die natürlich jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Der Anfang war jetzt natürlich ein bisschen holprig, weil, ne, ihr habt es gemerkt, Tutorial, sehr Tutorial-lastig, so könnte man das wohl am besten sagen. Das ist auch ein originaler Soundtrack, oder? Höre ich das richtig? Ich glaube schon, ne? Episch. Bam, bam, badam. Ich hoffe, ich bekomme keinen Copyright Strike. Yay! Damit sind wir auch schon Level 3. Jetzt sind die hier im Shop erhältlich. Und deine Stadt ist unaufhaltsam. Hier gibt es auch noch einen kleinen Bonus, immer pro Level ab. 10 Quallengelee und 200 Münzen. Neue Aufgabe, sammle 2 Ketchup. Genau deswegen sollten wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr Tomaten anpflanzen anstatt Salat. Ich mag dort nur eher mehr Salat anzupflanzen, weil die Tomaten, die dauern ja halt zu lang. Aber Zwiebeln dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, die dauern 2 Minuten. Natürlich auch ein bisschen, ne? Bisschen viel. Egal, wir pflanzen, ja komm, wir machen noch 2 Buletten. Bulette, Brötchen, dann Salat, Ketchup und so weiter. Wie ging das? Keine Ahnung. Ihr könnt ja mal ein Geheimrezept in die Kommentare schreiben, wenn ihr denkt, es zu wissen. Bis jetzt weiß es ja nicht mal SpongeBob, ne? Wer den Kinofilm kennt, den neuen. Der darf es ja nicht auswendig lernen. Ja, was ist eigentlich das hier? Ach, okay, hier kann ich mir Videoszenen angucken. Da hatte ich am Anfang auch einen Bug, da ist nämlich eine Video, also die Anfangsvideosequenz nicht abgespielt worden. Gut, dass ich die jetzt hier nochmal abspielen kann, weil das Intro würde ich euch dann doch gerne von dem Spiel zeigen. Auch wenn es nichts Besonderes ist, aber gut. Das nehme ich dann einfach anschließend jetzt dann gleich auf, sobald ich den Part beende. So, ich werfe noch 2 Buletten rein und dann setzen wir uns mal an das Ketchup. Bam, 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 bam. Kann ich nicht eigentlich
Das dauert einen Tag. Sieh dir eine Meerjungfrauen- und Blaubeerschwube-Marathon an. Ich glaube, das lasse ich jetzt einfach mal machen, weil dann bekommen wir direkt eine voll fette Belohnung. Das hier dauert auch einen Tag und du darfst hier auch mal 5 Minuten Lenze nach Krabbenburgern machen, weil ich habe einfach total viel Bock auf viel Geld. Der hat auch gleich wieder einen Wunsch. Aber der ist mir egal. So, ihr seht, jetzt sind hier keine Personen mehr. Und um mit denen wir zu sprechen, muss man jetzt einfach hier drauf klicken, wo die drin sind. SpongeBob in seiner Ananas. Und die zwei in der krossen Krabbe. Und dann kann man denen natürlich auch noch die Wünsche erfüllen. Aber man muss es nicht machen. Also, die können nicht verhungern. Für alle, die jetzt denken, die können irgendwie verhungern. So, auf geht's, Ketchup. Ketchup, oh yeah. Und immer bevor ich das Spiel beende, schmeiße ich dann natürlich auch noch einen neuen Stuff rein. Und zwar immer der, der am längsten dauert, den da derzeit verfügbar ist. Sammle 4 Tomaten. Okay, das können wir eigentlich in dem Part noch machen, ne? 4 Tomaten dürfte ich hinkriegen. Dann, und die brauchen wir sowieso gleich wieder. Haben nur noch 4. Weil ich mir gerade ein bisschen Ketchup vorproduziere. Das schadet nämlich nicht. Und hier sind unsere Aufgaben zum nochmal nachlesen. Und hier können wir Sachen umstellen. Genau das könnte ich ja jetzt mal machen. Und zwar stelle ich dich mal nach dort. Und SpongeBobs Ananas stelle ich hier hin. Die können wir auch noch drehen, wie man hier sieht. Ist es aber... Ja, wow. So viel drehen. Unglaublich. Na dann. Will ich die eigentlich da haben? Ich glaube, ich will die gar nicht da haben. Ich glaube, ich will die eher... Wo will ich die denn haben? Ich will ja dann einfach alle Häuser nebeneinander haben. Also SpongeBob Patrick Thaddäus und... Ja, komm, bau die hier hin. Nee, doch nicht. Ich bau die jetzt einfach hier hin, der, währenddessen. Und mehr Tomaten! Zack, Ketchup. Da können wir nochmal 2 reinwerfen. Ah, schade. Geht nur noch 1. Na gut, dann werfe ich ihn, noch 2 Buletten auf den Herd. Und warte noch, bis die Tomaten vorüber sind. Wie lange dauert es noch, Ananas? 2 Minuten? Du dauerst auch noch 2 Minuten. Kann ich den Part noch 2 Minuten strecken? Ich glaube nicht wirklich, nee. Ich will die eigentlich... Ich will den ersten Part gerade nicht so lang machen, weil die meisten sowieso jetzt wahrscheinlich wegklicken und ist nicht so toll. Eine Sache kann ich noch ansprechen, das ist das, was mich am meisten bei diesem Spiel aufregt. Und die Sache ist ganz einfach. Man, kann den Spielstand nicht löschen. Ich habe jetzt den Support angeschrieben, um meinen Spielstand... Zeit für eine Inspektion! Ich muss sicherstellen, dass du auch die hohen Standards der großen Krabbe enthältst. Mach einen Krabbenburger. Gut, damit werden wir dann wahrscheinlich den nächsten Part beginnen. Und zwar mit der Aufgabe, die wir abschließen. Weil... genau so werde ich diesen Part beenden mit einem Krabbenburger, den wir machen. Oder wir machen einfach direkt 2. Ich glaube, wir machen einfach direkt 2. So, ab geht's. Und dann kauf dir eine Holzbank für ein wenig Kleinstadtcharm. Platziere eine Bank beim nächsten Mal alles. Ich hoffe, der erste Part hat euch soweit gefallen und ihr bleibt weiterhin dran und gebt diesen schönen SimCity-Fake eine Chance. Und dann mit dem Spielstand Support anschreiben und so weiter, kann ich ja beim nächsten Mal noch ein bisschen erzählen. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu und damit bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Ultra. Tschüss.